Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, es ist soweit. Ich habe mal wieder einen Haul, aber das ist wirklich ein Mini-Haul. Aber ich mache dieses Video, weil ich die Woche irgendwie nicht geschafft habe, irgendwas zu machen. Ich hatte nämlich ein bisschen viel um die Ohren. Und ja, deswegen gibt es heute einen kleinen Haul. Morgen gibt es dafür dann noch die Noppig News. Und dann wird es hoffentlich bald wieder besser, dass ich wieder ein bisschen mehr Content mache. Ich wollte ja eigentlich auch die Eisenbahn durch den Garten fahren lassen. Natürlich ist wieder pünktlich dazu das Unwetter und Regen gekommen. Also das Unwetter ist Gott sei Dank vorbeigezogen, aber es ist ein bisschen Regen gekommen und dann macht Schienenverlegen auf dem Rasen nicht so viel Spaß. Ich habe sogar den Rheingold Express schon motorisiert und ja, sollte eigentlich losgehen, sobald es wieder trocken ist und da draußen wieder ich mich hinknien kann, ohne nasse Knie zu kriegen, geht das los mit der Eisenbahn. Jetzt habe ich aber diesen Haul. Ihr seht es hier schon. Ich werde einfach mal das ein bisschen spannend machen. Ich ziehe mal eine Tüte raus. Und da könnt ihr auch schon sehen, sind coole goldene Teile. Und sehr ungewöhnlich für meinen Kanal, es ist ein Technikset. Da werden einige jetzt denken, oh mein Gott, was hat der genommen? Ja, ich weiß es auch nicht, aber ihr könnt vielleicht euch denken, was ich baue. Ihr seht diesen riesen Reifen. Ich bin Trecker-Fan geworden. Nein, ich baue natürlich dieses mega geniale Set hier von K-Box. Und zwar den Batman Tumbler aus The Dark Knight. Und es ist die, finde ich, optisch nach den Bildern schönere Variante als das Teil von Lego. Weil den von Lego fand ich gut, hat mich aber nie dazu bewegt, irgendwie den zu kaufen, weil ich ihn optisch irgendwie deplatziert fand, immer so ein bisschen. Und der hier kam und ich dachte mir, wow, der sieht jetzt endlich mal richtig gut aus. Es ist tatsächlich, ich sag mal, zu 85 oder 90% ein Technikset. In dem Fall egal, man baut ein bisschen normale Steine auch drüber und es sieht am Ende anscheinend verdammt gut aus. Demnach habe ich da zugeschlagen. Kurze Info zu meiner Stadt. Einige oder zwei warten ja auch immer noch auf ihre VIP-Fliese an der Wand. Da ich das immer im Stadtupdate mache und momentan keine Stadtupdates mache, hängt das gerade ein bisschen hinterher. Ich werde aber definitiv bald hoffentlich weiterbauen können. Es hängt gerade ein bisschen an WeBrick. Ihr könnt mir mal, falls ihr viel bei WeBrick bestellt oder so, ein bisschen schreiben, wie euer Kontakt mit WeBrick gerade so ist. Bei mir ist das gerade schwierig. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr so zu WeBrick gerade schreibt. Angeblich sind auch immer wieder neue Ansprechpartner da. Die ändern sich von, keine Ahnung, Cordula zu Angie und von Angie zu Thorsten Sträter. Nein, das war natürlich Spaß. Also da sind immer wieder verschiedene Ansprechpartner. Und das ist gerade ein bisschen nervig, mit denen Kontakt zu haben. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr dazu sagt. So, aber es gibt natürlich bei einem Haul nicht nur dieses eine Set zu sehen, sondern ich habe noch. Tada, Mega Constructs. Packe ich natürlich nicht aus, ist aber irgendwie ein Klemmbaustein-Set in irgendeiner Art, sind hauptsächlich nur Figuren. Das ist das Battle for Eternia Collection Set 2. Set 1 habe ich schon. Das Witzige ist, es kam über Amazon. Ich wusste nicht mal, dass ich es bestellt hatte und da war es. Anscheinend habe ich, als es überall ausverkauft war, in Amazon UK irgendwie das Ding nochmal gefunden. War nicht verfügbar, hab trotzdem wegen dem guten Preis draufgedrückt, wenn wieder verfügbar, bitte liefern. Und ja, siehe da, es kam jetzt an. Ich habe es völlig vergessen, aber ich hab's. Es wird sehr, sehr teuer stellenweise schon gehandelt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile jetzt ist. Ich habe nicht mehr geguckt, jetzt habe ich es, jetzt brauche ich nicht mehr suchen. Aber es war schon weit über 100 Euro. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Set jetzt noch zum günstigen Preis aus England bekommen habe. Weil da ist nämlich Orko bei und Wunder. Und wir haben eine neue Farbvariante von Merman. Wir haben Scareglow. Ob der sich groß unterscheidet, weiß ich gar nicht. Wir haben Whiplash, glaube ich, auch noch nicht in irgendeinem Set gewesen. Und wir haben eine pinke Teela. Gut, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ganz ehrlich, alleine, ja, der Orko war es mir wert. Weil ich weiß nicht, ob in irgendwelchen anderen Sets ein Orko schon drin ist. Bei Snake Mountain weiß ich jetzt gar nicht, ob da Orko bei ist. Und bei dem komischen Eternia Playset, was jetzt bei Mattel Creations exklusiv ist, weiß ich auch nicht, ob er da dabei ist. Ich glaube nicht. Aber sehr cooles Set. So sieht das ganze Ding aus. Sehr, sehr schön. Freue ich mich, das auch endlich zu haben. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Figuren irgendwann mal auspacke und irgendeinen Setzkasten packe oder ob ich sie alle in Verpackung lasse. Ich bin da immer noch sehr unschlüssig.
Okay, das war das kurze Video zu, ja, meinen Sachen, die ich hier habe und zu der Erklärung, warum es gerade ein bisschen zähfließend bei mir vorangeht auf dem Kanal. Ich merke es auch, es sind momentan sehr, sehr wenig Klicks. Es gehen viele Abonnenten andere Wege und deabonnieren finde ich sehr, sehr schade. Aber es wird wahrscheinlich wieder besser, wenn ich wieder mehr Content mache. Ich habe ja eh gesagt, ich mache ein bisschen wenig, aber weniger, aber so wenig wie diese Woche war eigentlich nicht geplant. Aber wenn man halt manchmal privat was um die Ohren hat, muss man auch mal den Kanal ein wenig ruhen lassen. So, ich bin durch. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Kandidaten sagt und ob ihr da Bock drauf habt, dass ich den baue, um da zuzugucken. Und dann kommt hoffentlich bald mein erstes Less-DIY-Set. Da warte ich ja auch drauf, die ersten Borg-Elemente. Und dann hoffe ich, dass bei WeBrick endlich mal was passiert, damit ich an der Stadt jetzt endlich mal einen Ticken weitermachen kann. Weil ich habe nämlich Teile fürs Lunatic Hospital bestellt. Und um da den Anbau weiterzumachen, das zweite Stockwerk und halt kleine Plates in verschiedenen Farben, Dark Green, damit ich endlich so die Landschaft weiter puzzeln kann. Das alles, ja, warte ich drauf, dass es endlich mal irgendwie kommt. Okay, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo und habt ein schönes Wochenende. Ne, morgen sehen wir uns nochmal, Noppige News und dann trotzdem schönes Wochenende. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.